Mei, wie schön. Der Pazifik. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu The Crew 2. Heute das erste Rennen bzw. die erste Folge nach dem Finale hier mit dem BMW M4 im Need for Speed Most Wanted Design des BMW M3 GTR. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Ziemlich gut auf das Auto gebracht und. Da zündet der Kleine mal gut die Flammen und hebt auch mal ein bisschen ab. Denn nichts hält ihn am Boden. Alles nass und grau. Okay, lassen wir den Schmatsch. Ja, erste Folge nach dem Grande Finale vorgestern. Vorgestern? Vorgestern, genau, Sonntag war das Finale. Und ja, ich will heute mit dem BMW ein bisschen hier aufräumen. Ich weiß, er hat noch Standardfelgen dran, ein paar M-Kits dran, aber es wurscht. Schaut so geil aus, das Auto. Deswegen würde ich sagen, ja, wir müssen eh Geld reinholen, weil ich meine, wir haben bloß noch 150.000. Und ja. Heißt, wir brauchen erstmal Aktivitäten. Und wir brauchen was hier im Street Race-Bereich. Genau. Und da würde ich sagen, was fahren wir denn? Fahren wir? Hier kommt, wir fahren mal das Spießerauto. Schauen wir mal von der Schwierigkeit her. Wenn wir wechseln, sollte es passen. Ja, dann Blitzreise. Spielen wir es auf schwer. Probieren wir es auf schwer. Sagen wir es mal so. Wichtig ist bei den schweren Events, wir müssen das Ding auch gewinnen. Also daher, schau mal. Das Einzige, was mir im Auto nicht gefällt, ist der Spoiler. Aber ohne Spoiler sieht er auch nicht so geil aus. Vielleicht werde ich ihn trotzdem noch ändern. Ja, schauen wir mal. Vielleicht war es auch eine kleine Lippe. Ich habe ja bloß in der letzten Folge kurz getunt. Glaubt, er kann absahnen und einfach rausspazieren. Ja, gut, das kennen wir ja schon, dass der neue ein Fiat 500 erwartet ist. Aber er wird gegen unsere M-Power nichts zu melden haben. Wow, deine Spießerschaukel war ja verdammt munter. Ja, weil ein M4 so die Spießerschaukel ist. Genau. Lass mich die erstmal davonziehen. Vor allem M4 in dem Design ist nie und nimmer eine Spießerschaukel. Ja, dann mal schön, ne? Dann mal schön. Oh, ein Kurvenverhalten. Ah. Schrecklich. Jetzt wird der auf einmal so laut. Jetzt wird er wieder leise. Was geht ab? Ich glaube, das Spiel hat gerade ein bisschen Soundprobleme. Kann dies sein? Mein Gott, ist der Hecklastik, der Bolide. Ah, gut. Es sind halt jetzt, glaube ich, über 450 PS auf den Hinterrädern. Das ist schon eine gute Menge. So, wir sind aber erstmal 3 Sekunden vorne für ein kleines 2-Runden-Rennen. Das ist ja schon mal nicht schlecht hier. In LA. In Los Angeles. Oh ja. Yeah. So, bitte einmal hier drüber. Zack. Mist. Sind wir ein bisschen ausgebrochen. Bisschen Vorsprung wiederholen. Mit dem M4. Aber ja, es hat. Oh, jetzt ist der Abarth auf einmal dran. Hallo, ich hatte gerade 3,5 Sekunden Vorsprung. Was soll denn der Quatsch? Was soll denn der Quatsch, Travis? 3,5 Sekunden Vorsprung. Auf einmal ist er dran. Ja. Ist so eine Ausstattung zulässig? Nichts davon ist straßentauglich. Das ist es ja. Wie willst du sie überzeugen, legal zu werden, wenn sie dafür so etwas aufgeben müssen? Tja, das weiß ich auch nicht. Latrell. Jetzt sind wir wieder 3 Sekunden vorne. Also der Gummibandeffekt, der weiß auch nicht ganz genau, was er so tun soll hier, ne? Also gefühlt zumindest. Aber okay. Jetzt 5 Sekunden sogar. Also ganz ehrlich, irgendwie ist der Gummiband trotz alledem immer noch sehr komisch. Ich meine, der wird wahrscheinlich nachher wieder direkt hinter mir sein, wo er fast 5,5 Sekunden Rückstand hat. Schau mal, er ist gerade da. Ja, er ist 5 Sekunden hinter mir. Was jetzt?
nicht so verkehrt ist, aber trotzdem. Was mir bei dem BMW hier so ein bisschen fehlt, ist halt schon irgendwie so ein Rocket Bunny oder sowas oder Liberty Walk. Aber gut. Das Ding hier ist erstmal auf schwer gewonnen worden. Aua. Au, 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 au. Ja, lieber nicht von vorne anschauen. So von der Seite. Passt schön. Guck mal, fast 20.000 aufs Konto und ein paar Fans. Dann gibt es bestimmt noch hübsche Beute. Na, sicherlich. Neue Bremsen, Federung und Auspuff. Das ist doch schön. So, dann schauen wir doch mal, was wir mit der Performance gleich machen können. Wir haben fast 1 Million Follower. Das ist cool. So, bessere Bremsen kann man sich mal aufheben. Aber nichts an Teilen, wo ich sage, die brauche ich unbedingt, ne? Ja gut, die hier sind ganz gut erstmal. Ein bisschen mehr Money. Das Einzige, was ich brauche, ist halt ein Getriebe, weil ich mir da halt nichts aufgehoben habe, ich Idiot. Ach. Ja, gut, nächste Aktivität. Street Racing natürlich. Gut, Spießauto haben wir gerade abgeschlossen. Komm, ich würde gerne mal das Trip fahren auf schwer. Genau. Und einmal eine Blitzreise bitte hin. Dankeschön. Und mir fällt gerade auf, wir haben jetzt Kultrang 90, ne? Will ich sagen, aber die 100, die kommen schnell. Und dann ist der Camaro am Start. Ja, das ist cool. Das kann man schon vorstellen, im Laufe der nächsten Woche. Ah, warte mal, was mir gerade noch einfällt. Ich wollte doch mal eine andere Lippe hinmachen für den Boliden hier. Au. Okay. Was ist hier passiert? Okay, wir haben einen Unfall. Schnell weg. So, einmal bitte betreten. Dankeschön. Ja, das Spiel ist auch nicht immer bugfrei. Ich will doch eigentlich bloß eine andere Hecklippe. Der Spoiler hinten, der sieht zwar cool aus, aber nicht an dem Auto. Das ist das Problem. Anpassen, aussehen, ja. Heckspoiler, genau. So eine Lippe. Seit wann habe ich die? Seit wann habe ich die? Aber die ist genauso lame. Nee, nehmen wir mal die hier ran, die Carbonlippe. Yes. Genau, so. Jetzt haben wir so eine kleine Carbonlippe. Ich glaube, das schaut viel schick aus. Ja, ist jetzt nicht hundertprozentig passend für den zu der Optik, aber passt schon. Gefällt mir ein bisschen besser. So eine kleine Lippe. Ist echt komplett. Ja doch, ist komplett aus Carbon, okay. Sieht ein bisschen aus, als wäre sie durchsichtig, aber gut. Gut. Aktivität. Street Race. Genau. Blitzreise zu The Strip Süd. Und dann, ja. Schauen wir mal, was in Vegas so geht. Was wir da so mit neuer Spoilerlippe hinten machen können. Ja, diesmal eine deutlich kleinere Spoilerlippe. Aber passt jetzt ein bisschen zum Carbondach. So, 23 Punkte besser als gewünscht vom Spiel. Sollte auf jeden Fall machbar sein. Ich hoffe, wir kriegen bessere Reifen und mal ein Getriebeteil für den BMW. Das wäre halt der Hammer, weißt du? Ich will keine 1280... Teile haben. Die bringen mir halt nichts mehr in der Kategorie. Das ist ja sinnfrei. Okay, der Viper-Fahrer hat sich gerade abgeschossen. Ich genauso. Ein großes Chaos gerade herrschte. Der Viper-Fahrer ist immer noch hinter uns. Ja. Ein bisschen hat er versetzt, der Gute. Wie sie probieren wegzuziehen mit Nitro und es trotzdem nicht schaffen. So wirklich.
auch viele Fahrfehler hier von der KI. Vor allem in den hochgezüchteten Ami-Karren. Hui, ich kann fliegen. Oh, da ist der Viper-Fahrer wieder. Komm schon, wir sind erst Vierter. Wow. Schlag aufs Heck bekommen. Bin auf Platz 3, da möchte ich gern bleiben. Ich hoffe, oft in der zweiten Runde läuft das alles jetzt etwas besser. Jetzt sind am TT dran. Und überholt. Jetzt sind wir bei Glenn in seinem Mustang. Jo, wie scharf lenkst du ein, Kollege? Noch gar nicht so schlecht. Aber wir kommen ran. Traktionsprobleme gehabt. Aua. Das Spiel ein bisschen Probleme, hä? Kollision zu berechnen der Gegenstände. Nur kurz festgenagelt. Oh, die Front schaut aus. Au, 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 au. Oh, Mama. Nein. Nein. Ah, Mist. Oh, gleich nochmal. Gleich nochmal, Mann. Nur Zweiter. Das zählt als nicht gewonnen. Ne, gleich nochmal, Mann. Ich krieg trotzdem meine Fans und Punkte und so. Aber ne. Ne. Gleich nochmal probieren. Die Bremse hätte eigentlich orange gemacht? Hab ich, ne? Ohne schlecht. Ich glaube, mit Nitro ein bisschen absetzen. So, und erster. Das war ich. Vor nur ganz kurz. So, gehen wir hier durch. Zack. So, wir hier die lange Kurve mitnehmen. Und mit Schwung auf den Las Vegas Flughafen. Das Auto schaut schon wieder aus. Das ist doch brutal. Na, ja, Viper, geh weg. Auch wenn du 4 Töpfe mehr hast als ich. Und von Haus aus eigentlich ein bisschen mehr Leistung. Ne, geh bitte weg. Dankeschön. So. Eine Sekunde Vorsprung. Ja, nicht mehr ganz toll. Liegt aber nur daran, dass die KI die letzte Kurve gefühlt besser bekommt als ich. Aber nur gefühlt. So. Vier Sekunden Vorsprung, das ist geil. So. Jetzt aber komm, gib Gas, BMW. Das ist so ungewohnt, nach so langer Zeit ein BMW zu fahren, ne? Das ist für mich generell mal. Letzten empfehle ich gefahren bin, das war Forza Horizon 3. Das ist bestimmt auch schon wieder 4-5 Monate her, seit ich das letzte Mal eingefahren bin. So, 2,5 Sekunden Rückstand. Ja, gut. Konnte ich jetzt nicht mehr sehen, wie weit es wirklich war. Ja, okay. War in Ordnung. Wieder knapp 20.000. Und ein bisschen Loot. Loot, 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 Loot. Bremsen. Getriebe, ja. Und Reifen. Sehr schön. Endlich mal eine Verbesserung in allen Teilen oder allen Bereichen des Fahrzeugs. Ist das bessere Windschatten, oder? Sogwirkung, ja. Machen wir einfach mal klammern, so ein geiles Getriebe und deutlich besserer Reifen. So. Ach, wir haben jetzt 595 PS. Auch nicht schlecht, 600 PS fast. 361 km/h Topspeed.
Das gefällt mir. So, noch ein Rennen würde ich gerne machen heute. Ja, komm. Wir treten mal an gegen ein paar Klassiker. Ja. Ja, das machen wir einfach mal. Sollen wir die ganzen Klassiker-Autos mitfahren? Na, dann machen wir das doch mal, ne? So, 278 haben wir jetzt. Uiuiui. 5 Punkte aufgestiegen. Möglichst bessere Getriebe und bessere Reifen, oder? Nicht schlecht. Go. Bist du bereit für eine kleine Spritztour heute? Ja, bin ich. Indem ich hier alles rasiere, Mann. Denn ich bin der Barbier. Ich rasiere alles, Alter. So, hallo. Wer sind Sie, dass Sie so fahren dürfen, hm? Naja, musste mal kurz abbremsen, Kollege. Sorry, aber das musste, ne? Mein Gott, sind die Rennen schneller auf einmal vorbei. Wenn man die jetzt mal mit Autos fährt, die Power haben. Brutal, ey. Keine Minute für die erste Runde gebraucht. Nice. Kann daran erinnern, an die Zeiten, als das Rennen noch gefühlt 3 Minuten oder 4 Minuten ging fast. Brutal. Wahnsinn. Vor allem, wie der BMW erst nach vorne schießt, dank neuem Getriebe. Und auch die Reifen merkt man schon etwas. Sagt er etwas. Hier habe ich jetzt aber generell zu spät gebremst. Ja, der Miura, was das da ist, der ist einfach leicht und hat Power. Aber hat hier Probleme. Kippelt sich jedes Mal hier wieder raus. Jetzt hast du viel Platz zum Fahren. Oh ja. Und mit Vollgas. Ins nein, nein. Sag mir nicht, ich bin zwei. Ach, come on. Weil ich da jetzt ins Schlinger geraten bin, ich Trottel. Neustart. Mein Gott, ärgert mich das wieder. Ah gut, es ist in 2 Minuten wieder erledigt. Trotzdem, ey, ist es so ärgerlich, oder? Gott. So, gleich mal richtig Vorsprung holen. Gegen dich, Aaron. So. So. Na ja, doch, da hinten gefällt mir der kleine Spoiler besser als die anderen Dinger. Ich würde vielleicht sogar ohne fahren, aber sonst gefällt es mir eigentlich ganz gut, das Fahrzeug. Da kommt Glenn wieder. Ja, er driftet ein bisschen. Na gut, ein bisschen seitwärts gehen in einem BMW, vor allem in einem N-Fahrzeug. Muss da mal drin sein, ne? Ja, mich ärgert es schon, dass ich den Vorsprung von vorn so hergegeben habe. Einfach indem ich zu viel wollte. Ich hatte guten Vorsprung, hätte die Kurve einfach in Ruhe anbremsen sollen, dann Nitro und nicht Vollgas die Kurve nehmen und dann Nitro, wo ich dann eh schon am Seitwärtsfahren war, was total dämlich war. Aber gut, so lernt man halt aus seinen Fehlern. Und hier auf der Brücke ein bisschen Vollgas geben, das sollte dann wieder kurz vor Startziel einigermaßen voll sein. Jetzt geht der Nachbarshund wieder ab, Alter. Kann der einfach mal die Klappe halten? Das wäre nice. Aber gut. Mit diesem Sieg war es das auch für die heutige Folge. Ich hoffe, der Hund selber ist nicht zu laut. Ja. Ich hoffe natürlich, dass der BMW euch gefallen hat.
Wenn du noch ein anderes Auto sehen willst, dann schreib's ruhig mal in die Kommentare. Es gibt ja noch genug Autos oder Fahrzeuge generell, die es hier zu fahren gibt in dem Spiel. Und ja, ich hoffe natürlich, dir hat's gefallen. Wenn ja, lass einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Ein Abo natürlich, wenn du nichts mehr verpassen wirst. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus und Fütü.